Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Update-Video der ewigen Terrarien. Das erste Terrarium werdet ihr wahrscheinlich noch kennen aus meinem allerersten Video. Da haben wir experimentell ein ewiges Terrarium gebaut. Ja, es hat sich seit dem letzten Update nichts verändert. Es sieht immer noch sehr schlecht aus, unten schwarz, oben ist alles braun. Da wird sich nichts mehr machen. Das werden wir bald neu aufbauen müssen. Das zweite ewige Terrarium, was ich zeitgleich mit dem ersten gebaut habe, sieht auf jeden Fall etwas besser aus. Aber auch hier kann man sehen, dass es sehr am Verschlammen ist. Das liegt auf jeden Fall auch in der falschen Substratauswahl. Manche Zuschauer haben mir coole Tipps gegeben, bei verschiedenen Leuten mal in Foren reinzuschauen. Das werde ich auf jeden Fall machen, bevor wir beim nächsten Mal ein ewiges Terrarium bauen. Denn es ist ultra wichtig, vernünftiges Substrat und auch die richtigen Pflanzen zu verwenden. Ist ja theoretisch klar. Ich war ja hier generell sehr experimentell unterwegs und wollte ausprobieren, was geht und was geht nicht. Hier kann man auf jeden Fall sehen, im Gegensatz zum ersten Terrarium, dass sich verschiedene Pflanzen durchgesetzt haben und manche gar nicht mehr vorhanden sind. Das ist echt sehr, sehr interessant zu sehen. Auch Pflanzen, die vorher nicht vorhanden waren, sind auf einmal da. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sie im Waldboden drin waren. Das Stämmchen mit dem Moos, was wir nach oben positioniert hatten, das Moos ist komplett weg. Nichts mehr da. Und hier könnt ihr ziemlich cool sehen, überall sind ganz viele kleine Tierchen. Das ist echt super interessant. Manche werden auf jeden Fall weiße Asseln sein, andere werden Springschwänze sein. Falls ihr wisst, was sonst noch drin sein könnte, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Das würde mich ultra interessieren. Hier kann man auch ziemlich cool sehen, dass dieses kleine Würmchen an der Scheibe ist. Generell kann man super viele Tiere an den Scheiben sehen, fast schon mehr als im Substrat oder auch in dem Moos oder auf den Pflanzen. Ist auf jeden Fall eine interessante Welt, die sich da gebildet hat. Mega interessant ist die Bodenstruktur, die sich gebildet hat. Das ist fast schon wie so ein Pouring-Bild mit Acryl, das werdet ihr wahrscheinlich von irgendwelchen Videos kennen. Echt mega. Kommen wir zum nächsten Becken. Das ist auf jeden Fall etwas später entstanden. Bei mir steht es hauptsächlich rum mit einer Frischhaltefolie oben drauf und Stein in der Mitte liegt, damit es immer in die Mitte quasi von dem Becken tropft. In dem Becken hat sich auf jeden Fall auch mega was getan. In der Mitte der Stein ist zum Beispiel ziemlich grün geworden, das sieht ziemlich cool aus. Der mittlere Teil mit dem ganzen Moos ist sehr eingefallen. Das Moos hinten, ich habe es ja Sternmoos, glaube ich, im letzten Video genannt. Weiß nicht genau, ob es so heißt. Wenn ihr es wisst, in die Kommentare damit. Das hat auf jeden Fall sehr gut überlebt. Das war zwischenzeitlich sehr hoch und es schwankt halt immer so ein bisschen. Unten der Boden sieht auch ultra interessant aus. Da sind überall an der Glasscheibe so super interessante kleine Wurzelgebilde gewachsen. Echt mega. Ich wollte auch noch einmal Danke sagen an Planet Zukunft. Er hat mal ein Terrarium-Video von mir als Inspiration genommen, etwas nachzumachen. Ziemlich interessant, was dabei rausgekommen ist. Schaut gerne mal bei ihm vorbei und gebt ihm ein paar Tipps, Kommentare, Likes, worauf ihr eben Bock habt. Sein Channel verlinke ich oben. Kommen wir nun zum letzten Becken, was wir gebaut haben. Das ist echt eine ganz gute Überraschung geworden. Dafür hatten wir das Set von Amazon gekauft und es hat sich echt gut entwickelt. Sehr wenig Moos da drin ist kaputt gegangen. Ja, ihr seht ja eine riesige Pflanze, beziehungsweise zwei, glaube ich. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ist auf jeden Fall da ultra gewachsen. Quer durchs ganze Becken, immer gegen die Wände, gegen die Decke und wieder auf dem Boden. Und ja, hat mittlerweile schon echt Kreise gezogen. Sieht halt aus wie ein richtiger Mega-Dschungel. Gefällt mir sehr, sehr gut so. Könnte für immer so bleiben. Mal gucken, was bei rauskommt. Bei dem ewigen Terrar hatten wir dann auch quasi den Boden geimpft. Das bedeutet ja, dass wir dann mit einem Springschwänze und weiße Asseln reingetan hatten. Die scheinen sich auf jeden Fall auch ganz gut entwickelt zu haben. Hier kann man auch noch relativ gut sehen, auch an den Seiten hier wächst das Moos besser als im Zentrum des Glases. Ich denke, auch da ist das Mikroklima besser. Ich war letztes Mal nochmal einkaufen und habe mir auf jeden Fall noch ein paar Einmachgläser gekauft. Also wenn ihr Vorschläge habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich werde auf jeden Fall antworten und berücksichtigen, was ihr da vorschlagt, ob das machbar ist oder nicht und es gegebenenfalls umsetzen. Hier sieht man auch noch ein paar Wurzeln von dieser Pflanze. Ich weiß gar nicht, was es für eine Pflanze ist. Falls ihr das wisst, schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall sind die Wurzeln auch wirklich am Rand und auch unter dem Becken überall gut langgeschossen. Also der Pflanze scheint es noch gut zu gehen. Ich bin mal gespannt, wie sich das im nächsten halben Jahr oder Jahr entwickelt. Ich werde euch auf jeden Fall auch bald wieder ein Update-Video dazu machen. So Leute, damit bin ich quasi am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Hättet ihr getippt, dass die Terrarien so aussehen? Und vergesst nicht mehr, was in die Kommentare zu schreiben, zu liken, zu disliken und wenn euch der Channel gefällt, natürlich auch zu abonnieren. Macht's gut!